Also, liebe Zuschauer, heute mal ein Video zu Tesla und zwar, warum ihr euch einen Tesla kaufen solltet. Ja, ich weiß, es gibt viele Tesla-Videos von Tesla-Fanboys und ich bin auch ein kleiner Fanboy. Aber ganz wichtige Info vorab, ich werde hier keine reine Marketing-Show für Tesla machen. Falls ihr ein anderes Fahrzeug euch gerade bestellt habt, ein anderes elektrisches Fahrzeug, ist es absolut kein Problem. Es gibt viele andere Marken, die gute Elektroautos mittlerweile produzieren. Es gibt aber zwei Punkte, auf die ich aufmerksam machen möchte, die bei Tesla besonders hervorstechen, die die Gründe wären, warum ich auf einen Tesla umsteigen würde. Ich weiß, ich persönlich fahre auch keinen Tesla. Der Tesla, den ich jetzt gleich sehen werde, ist der meiner Mutter. Aber diese zwei Punkte fallen mir im regelmäßigen Betrieb des Teslas auf. Hier seht ihr gerade zwei Teslas nebeneinander stehen. Einmal das Tesla Model 3 und das Tesla Model Y. Das sind die zwei Massenfahrzeuge von Tesla und auch die zwei Fahrzeuge, die für dich wahrscheinlich gerade attraktiv sein werden. Tesla Model S und Model X haben jetzt diese zwei genannten Aspekte, die ich gleich nennen werde, auch, aber sind wahrscheinlich für euch nicht so attraktiv wie diese zwei Fahrzeuge. Ich hoffe, die Halter dieser Fahrzeuge verzeihen mir jetzt, dass ich das Kennzeichen so gefilmt habe, aber rein rechtlich ist das ja kein Problem in Deutschland. Wir wollen uns jetzt aber genauer unser Tesla Model 3 anschauen. Anhand dessen werde ich euch natürlich dann diese zwei Punkte nämlich erklären. Und zwar fangen wir auch gleich mit dem ersten Punkt an. Um es zusammenzufassen, haben diese zwei Punkte eigentlich eins gemeinsam, und zwar der Kernaspekt Software. Ja, also wenn euch Software nicht so mega wichtig ist, dann ist das Ganze hier vielleicht nicht so entscheidend für euren Fahrzeugkauf, aber warum ihr Software als sehr wichtig sehen werdet, werde ich euch jetzt erklären. Denn es ist so, mit dem Umstieg auf das Elektroauto ändert sich natürlich einiges bei euch, ja? Ihr fahrt nicht einfach einmal zur Tankstelle, die überall stehen übrigens, auch ein Unterschied, und tankt da einmal euer Auto auf. Nein, ihr müsst wirklich auf längeren Strecken die Route planen. Ja, wo halte ich? Ja, ihr wollt ja auch nicht mega weit abfahren, wenn ihr jetzt zum Beispiel, das werde ich euch auch gleich zeigen, an den Gardasee fahren wollt von hier. Das sind ungefähr von hier 500 Kilometer, wo ich wohne, vielleicht auch 600, das ist jetzt gerade ziemlich spontan aus dem Kopf. Ja, der Zug ist vorbeigefahren, Gott sei Dank. Also, jetzt mal gesetzt, ihr wollt zum Beispiel zum Gardasee fahren, was viele gerne mit ihrem Auto machen, und nicht jeder fährt jetzt einen VW-Transporter, wie jetzt hier links im Bild steht, ja, also der Plug-in-Hybrid, an dem wir gerade vorbeigelaufen sind. Das heißt, früher oder später müsst ihr an die Ladesäule. Und da gibt es ja zahlreiche Apps, mit denen ihr diese Route planen könnt. Habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, findet ihr jetzt hier auf dem i verlinkt. Da könntet ihr einfach eure Route eingeben und er sagt dann, wo ihr laden müsst. Ja? Oder generell könnt ihr auf der Karte einfach nach Ladesäulen suchen. Klingt ganz toll, oder? Problematisch ist aber, dass ihr das meist während der Fahrt machen müsst und das lenkt euch extrem ab. Und das nimmt euch die Software des Teslas ab. Das heißt, ihr könnt ganz einfach an die Supercharger fahren und diese funktionieren auch immer. Es ist schon sehr oft vorgekommen, dass ich mit meinem Fiat 500e an Ladesäulen gefahren bin und diese dann einfach nicht funktioniert haben. Ja? Zum Beispiel neulich bin ich ganz schlimm Rheinland-Pfalz. Ich war jetzt in Speyer. Auf jeden Fall war es so, dass auch da wieder die meisten Ladesäulen kaputt waren. Gott sei Dank war es in der Stadt und wir hatten auch genug Restkapazität im Akku. Aber es kam auch schon oft vor, dass ich mit meinem Fiat auf der Langstrecke unterwegs war. Und das betrifft wirklich nicht nur Allego beispielsweise oder E.ON. Allego hat sich mittlerweile gebessert, aber E.ON ist ja dafür bekannt, oft kaputt zu sein. Nein, auch EnBW und Co. hat immer wieder bewiesen, dass die Säulen kaputt sein können, ja? Und da können mir auch viele sagen, was sie wollen, dass Ionity und Co. ausbaut. Das Problem ist weiterhin, dass diese Ladesäulen einfach kaputt sind, ja? Also, sie sind nicht so oft kaputt, aber immer wieder kommt das vor. Und des Weiteren ist problematisch, dass es einfach weniger Stalls gibt, ja? Das heißt, für die Leute, die jetzt neu überlegen, sich einen Tesla zu kaufen oder generell ein Elektroauto, ein Stall bezeichnet eine Ladesäule. Und es gibt immer wieder Standorte, zum Beispiel der klassische EnBW-Standort. Wir fahren dahin, wir sehen schön unser Schild, toll, ich kann da aufladen. Ja, es bringt mir aber nichts meistens, denn schon sehr oft ist vorgekommen bei mir, dass es dort einen 300-kW-Lader gibt und einen 50-kW-Lader. Und dann steht man dort, beide 300-kW-Lader, also beide Anschlüsse sind belegt. Das heißt, ich muss an die 50-kW-Säule. Leute, wisst ihr, was so typisch Elektromobilität ist? Was richtig nervt? Überfüllte Ladesäulen, ja. Bitte EnBW, baut eure Standorte aus. Ich muss jetzt hier warten. Für die Laien jetzt, die nicht so viel Ahnung von Elektromobilität haben, das Problem ist, dass ein Elektroauto wie zum Beispiel das Tesla Model 3 hier mit 175 kW laden kann, ich dann aber an einen 50 kW Lader fahren müsste. Das heißt, das Auto braucht deutlich länger, um aufzuladen, damit ich genug Restkapazität habe, um an das nächste Ziel zu fahren. Ja? Und das werde ich gleich nochmal verdeutlichen, wenn wir an den Supercharger fahren. Aber vorher schneiden wir was anderes rein, denn ich zeige euch jetzt mal den zweiten wichtigen Aspekt, warum ich euch raten würde, vielleicht einen Tesla zu kaufen. Wie gesagt, die Betonung liegt auf vielleicht, denn es gibt auch, wie gesagt, andere sehr gute Elektrofahrzeuge und andere haben auch diese Routenplanung. Aber der nächste Punkt, den sehe ich tatsächlich bei sehr wenigen Herstellern bzw. keinem Hersteller aktuell, der im laufenden Betrieb eures Fahrzeugs sehr wichtig wird, und das ist der Punkt Software. Der Kameramann läuft jetzt einmal bitte ums Auto rum und dann zeige ich euch das Ganze mal im Auto.
was ich darunter verstehe. Die Klassiker wären jetzt Over-the-Air-Updates, auch eine Sache. Aber wie gesagt, im Auto sage ich euch etwas mehr dazu, dass es auch über Software-Updates hinausgeht. Ja? Wir haben jetzt hier unser Bildschirm. Man muss den Innenraum mögen. Deswegen sage ich, nicht jeder muss einen Tesla fahren. Nicht jeder mag diesen Innenraum. Mein Kameramann beispielsweise mag den Innenraum nicht, ist aber als Informatiker sehr, sehr überzeugt von dem, was ich euch jetzt hier zeige. Und zwar, diese Karte ist jetzt ein Beispiel nur dafür, warum die Software so überzeugend bei Tesla ist und warum ich vielen zu einem Tesla rate. Seht ihr, wie flüssig das ist? Ja, jetzt würden viele sagen, ich kann mit Verzögerung auch leben, keine Frage. Jetzt nehmen wir aber mal Rom. Wir wollen nach Italien. Ron wollen wir nicht. So, Rom. 844 Kilometer. Ich zähle jetzt mal mit. 1, 2, 3, 4. Sagen wir mal, 5 Sekunden hat das jetzt gedauert und hat direkt meine Route nach Rom. Das heißt, wir sehen hier, wie lange ich laden muss bei den Superchargern und ich muss mir keine Gedanken machen. Wieder mal sieht man hier, dass das Supercharger-Netzwerk von Tesla extrem stark ausgebaut ist. Ja? Also ich kann hier ohne Mühe nach Italien, Rom fahren, weil überall entlang der Route die Supercharger sind, die ich brauche. Ja? Das ist jetzt nur ein Beispiel, wie gesagt. Viele sagen bei dem Ganzen immer die Over-the-Air-Updates. Auch eine Sache, die ich nur betonen kann. Ich weiß, viele von euch, 40, 50 plus, kommen aus einer Zeit, wo von Over-the-Air-Updates kein Mensch geredet hat. Und ich weiß, dass ich aus einer ganz anderen Zeit komme. Ich bin recht jung und bin mit Software aufgewachsen. Aber lass mich das kurz für dich erklären. Wenn ihr ein Auto früher gekauft habt, dann ist das eigentlich so geblieben vom Stand. Es ist eher schlechter geworden, weil ihr Verschleiß habt. Bei dem Auto ist das Ganze anders. Denn Tesla bringt nicht nur kleine Fehlerbehebungen für die Navigation zum Beispiel, sondern auch neue Funktionen. Natürlich gibt es gewisse Dinge, auf die Tesla-Fahrer lange warten, wie funktionierende Schildererkennung, die übrigens jetzt funktioniert bei uns, oder Matrix-LED-Licht. Aber im Großen und Ganzen muss man schon sagen, funktioniert die Software einfach einwandfrei und die Software-Updates sind kinderleicht zu installieren. Auch die Handy-App, ich werde euch jetzt mal was einblenden, ist extrem schnell. Ich kann hier praktisch in Echtzeit Dinge steuern. Ich nehme jetzt mal den Schlüssel von uns, der kostet extra bei Tesla, aber ich will es mal nur simulieren. Wenn ich jetzt auf dem Handy das klicken würde, dann würde jetzt hinten der Kofferraum aufgehen. Hier sieht man es, kann es auf dem Display zeigen, das funktioniert extrem schnell. Auch hier, das klappt einfach einwandfrei. Ja? Und das ist im laufenden Betrieb wirklich sehr angenehm, denn es gibt nichts Schlimmeres als nicht funktionierende Software. Wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, dann schaut jetzt gerne mein Video, warum ich vom Fiat 500e enttäuscht bin. Ich weiß, es ist schwierig, jetzt diesen kleinen Wagen mit Tesla zu vergleichen. Aber lasst euch gesagt sein, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ihr auf der Langstrecke zum Beispiel unterwegs seid und eine Laderoutenplanung haben wollt, die funktioniert. Ja, damit ihr entspannt einfach fahren könnt, der sagt euch, wie lange ihr laden müsst. Wenn das nicht funktioniert und eure Karte abstürzt, es eingefroren ist, wie auch immer, das ist so nervig. Und ich werde jetzt keinen Markennamen nennen, aber ich möchte auch keine traditionellen Autohersteller dafür bashen. Aber es gibt sehr viele Videos bzw. sehr viele Erfahrungen, dass dort die Navigationsgeräte einfach abstürzen, träge sind, dass die Ladeplanung nicht richtig funktioniert. Und das ist ein sehr wichtiges Argument. Lasst euch das gesagt sein. Ich bin mit dem Fahrzeug 30.000 Kilometer schon gefahren, 20.000 Kilometer so ungefähr. Und ich kann euch sagen, das möchte ich auf keinen Fall mehr missen. Und das vermisse ich in meinem zukünftigen Elektroauto. Ich habe nämlich neues bestellt. Werde ich auch sehr missen, denn da ist es leider auch nicht so. Also Software an sich, ein sehr zentraler Punkt bei eurem Elektroauto. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt mal die Bedeutung der Software sehr einleuchtend hier erklärt. Ich gehe jetzt nochmal hier drauf und kann es nochmal vielleicht drauf zeigen, um das nochmal zu verbildlichen. Ja, ihr seht hier, er zeigt mir direkt die Supercharger. Und zeigt mir dann auch hier, ich muss für 35 Minuten laden, 15 Minuten laden. Leute, was wollt ihr mehr eigentlich? Ihr sitzt jetzt nicht da während der Fahrt. Euer Beifahrer muss nicht irgendeine Ladesäule per Handy suchen. Und irgendwie müsst ihr nicht nach Gusto, nach Erfahrung entscheiden, wie lange ich lade. Nein, das Auto übernimmt komplett das Denken für euch. Ihr müsst euch einfach nur reinsetzen und losfahren. Das ist der ganz große Pluspunkt bei diesem Auto. Ich gehe mal kurz raus aus dem Fahrzeug, um es abschließend zu sagen. Wenn ihr also aber überlegen seid, ein Elektroauto euch zu holen, möglichst leicht haben wollt, ja, der Umstieg zur Elektromobilität soll für euch möglichst einfach sein, dann ist Tesla extrem stark dabei. Wenn euch dann auch noch der Innenraum gefällt oder das halbwegs gut findet, dann ist Tesla wirklich sehr attraktiv für euch, ja. Das Ganze ist natürlich immer wieder anders, weil euch das Auto komplett nicht gefällt vom optischen her, ja. Aber das wollte ich jetzt schon mal hier im Autohaus verdeutlichen und jetzt werden wir zum zweiten wesentlichen Punkt
fahren. Ich habe es ja gerade schon angekündigt, und zwar zum Supercharger. Und da verdeutliche ich euch nochmal, wie attraktiv das Supercharger-Netzwerk ist und warum das so reibungslos abläuft. Also, los geht's, ich nehme euch mit. Zick. Bevor wir uns jetzt am Supercharger wiedersehen, würde ich gerne noch für meinen derzeitigen Kanalsponsor Shop for Tesla werben. Dort könnt ihr unter anderem unter der Marke To Be Fair nachhaltige Gummimatten erwerben. Übrigens, für die Leute, die mich auch schon länger kennen, wissen das, ich werbe für keinen Mist. Das heißt, ich stehe voll und ganz in den Produkten, die dort angeboten werden, und ich nutze diese selber. Falls ihr dort 5% sparen wollt, könnt ihr mit meinem Affiliate-Link in der Videobeschreibung dort etwas kaufen. Unterstützt mich so mit einer kleinen Provision, es kostet keinen Cent mehr für euch. Und ihr spart auch noch mit dem Code MORSCH 5% auf euren Einkauf. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit auch bei allen bedanken, die bereits mit meinem Code eingekauft haben dort. Vielen Dank für eure Unterstützung und viel Spaß mit den Produkten. Okay, let's go, let's go. Okay, let's go. Also, wir sind jetzt hier am Supercharger für euch. Ich habe es ja angekündigt und jetzt möchte ich euch mal demonstrieren, was wirklich das ganz Tolle bei Tesla ist. Ich bin jetzt wieder mega fanboyhaft, ich weiß. Ihr geht nur hierher und bei anderen Ladesäulen müsstet ihr jetzt eure Ladekarte hintun, ja. Müsst gucken, dass das Ganze startet. Hier könnt ihr einfach euren Stecker nehmen. Wupp, ich drehe mich mal kurz. Und dann hier auf den Knopf drücken. Zack. Dann geht auch schon die Luke auf. Wupp. Und der Wagen fängt an zu laden. Ich muss jetzt auch gar nicht nachschauen, ob er anfängt zu laden, weil ich hatte noch nie einen Ausfall bei dem Ganzen. Sollte ein Supercharger mal defekt sein, dann ist das Ganze auch schon vorher angegeben in eurem Navigationsdisplay. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Bei anderen Anbietern, und ich kann das ja wie gesagt bestätigen, denn ich fahre ein Fiat 500e aktuell und habe somit viel Kontakt mit anderen Anbietern, ist es so, ihr seht es online gar nicht, ob ein Stecker defekt ist. Mag sein, dass es vielleicht in manchen Apps geht, aber ich bisher habe da noch keine Erfahrung gemacht. Wir gehen mal ein bisschen weg von dem Supercharger, weil er dröhnt gerade ein bisschen beim Aufladen. Du kannst es auch mal gleich zeigen. Ein weiterer Pluspunkt dieser Supercharger ist, sie sind einfach extrem gut ausgebaut, meine ich natürlich, nicht aufgebaut. Gut aufgebaut, naja, sie liegen teilweise nicht so zentral an der Autobahn. Dafür gibt es sie aber sehr oft. Ich blende euch jetzt einfach mal die Karte über meinem Kopf ein. Da könnt ihr gerade sehen, wie viele es in Europa mittlerweile schon gibt. Das hört ja nicht bei den Superchargern auf. Es gibt auch die Destination Charger. Mithilfe dieser könnt ihr dann 11 kW laden im Hotel beispielsweise. Aber hier sehen wir, wie gut das Ganze schon bei Tesla funktioniert. Wir sind gerade in Öhringen, falls es manche hier interessiert, in der Nähe von Heilbronn also. Der ist recht neu, deswegen haben wir auch nur ein Kabel. Die älteren laden etwas langsamer, ist aber total irrelevant für dieses Video. Was ihr allerdings seht, falls ihr noch unentschlossen seid, es gibt einfach extrem viele Ladesäulen. Wenn Tesla Ladeparks baut, bauen sie mittlerweile, glaube ich, mindestens 12 Stalls. Diese alten Standorte mit 8 Stalls, wie man es beispielsweise auch bei Ionity sieht, die gibt es bei Tesla eigentlich nicht mehr. Klar, Ionity baut eher an Rasthöfen, dadurch liegen die Ladesäulen zentraler. Nachteil aber bei dem Ganzen ist, dass sie weniger Ladesäulen verbauen können, denn an Rasthöfen ist der Platz natürlich limitiert. Wenn Tesla sich dazu entscheidet, überall diese Dinger zu bauen, aber nicht unbedingt auf Rasthöfen, dann haben sie natürlich auch mehr Fläche zur Verfügung, wie hier zum Beispiel. Ja? Also abgesehen davon, dass wir eine ideale Laderoutenplanung haben bei Tesla, haben wir auch funktionierende Supercharger, ja, wo man eigentlich nie Ausfälle hat, wo ihr euch keine Gedanken machen müsst. Ihr habt immer dieselben Tarife, die sind auch transparent hier angegeben und ihr habt eine sehr große Auswahl. Also ich musste auch noch nie an einem Supercharger warten, um mein Auto aufzuladen. Ich weiß, es gibt ganz selten im Sommer Stoßzeiten, aber gut, das lässt sich einfach nicht vermeiden, sonst müssten die Anbieter so viele Ladesäulen bauen, die dann aber die meiste Zeit gar nicht genutzt werden. Ja, da muss man sich dran gewöhnen. Aber in den allermeisten Fällen, also ich persönlich muss noch nie bei Tesla warten, was mit meinem Fiat und anderen Elektroautos, ich habe auch die NIO letztens getestet, anders ist, da kommt es regelmäßig vor, dass ich einfach warten muss, weil die Standorte einfach zu klein sind. Ja? Und das ist eigentlich so ein riesen Verkaufsargument, diese Supercharger. Also wenn euch das Leute sagen, ist es wirklich so. Und wenn es einer bezeugen kann, dann ich, weil ich kenne ja beide Situationen. Ich bin viel Tesla gefahren, aber auch viele andere Marken. Und deswegen auch, kommen wir schon zum Ende dieses Videos. Das sind so die zwei zentralen Punkte, die ich bei Tesla so vorteilhaft sehe. Wie gesagt, dieses Video soll nicht dazu dienen, euch jetzt irgendwie zu sagen, ihr habt einen Handyschlüssel und so Sachen. Leistung haben viele andere auch. Preis, Leistung, auch so eine Sache. Kann man sagen, ist bei Tesla besonders gut. Holen andere Hersteller vielleicht auch langsam auf. Wobei man sagen muss, gut, Preis, Leistung wäre vielleicht der dritte Punkt, ist auch besonders stark bei Tesla. Aber abgesehen davon sind einfach die zwei wichtigsten Punkte beim Kauf eines Elektroautos, vor allen Dingen für mich, einmal Ladeinfrastruktur, funktionieren die Ladesäulen immer, wie sind sie erreichbar, wie viele gibt es, 1 plus mit Sternchen hier und die Software, wie schnell ist die Software, wie gut funktioniert das Ganze, denn wie gesagt, neulich hatte ich wieder einen Komplettausfall beim Fiat 500e und das ist kein Einzelfall.
Ja, wenn ihr euch überzeugen wollt, ich habe mehrere Fahrzeuge auf meinem Kanal getestet, könnt ihr gerne vorbeischauen. Lasst mir also auch kostenlos ein Abo da, es werden auch weitere Videos folgen. Und abonniert jetzt kostenlos auch, ja, habe ich gerade schon gesagt, ja. Und lasst mir jetzt noch gerne kostenlos ein Like da, das würde mich auch sehr freuen. Und falls ihr schon Tesla fahrt, überlegt, einen Tesla zu kaufen, wie auch immer, fragt einfach in den Kommentaren. Wir können da gerne schreiben, aber bitte nicht dieses Schwarz- und Weiß-Gedenke. Einmal bitte die Tesla-Fanboys, haltet euch zurück. Ja, also macht jetzt nicht die Überheblichen und alle anderen, die gegen Tesla schießen, bitte haltet euch auch zurück. Wir müssen einfach fair bleiben. Es ist nicht alles perfekt bei Tesla, aber wie gesagt, diese zwei Punkte sind für mich ein sehr starkes Verkaufsargument und darauf wollte ich nochmal aufmerksam machen. Ja? Und wie gesagt, nochmal Betonung, ihr müsst keinen Tesla fahren, aber wenn ihr besonders entspannt vorankommen wollt mit der Elektromobilität und eh überlegt, einen zu holen, es lohnt sich auf jeden Fall. Vor allen Dingen das Standard Model 3 ist preislich auch sehr attraktiv, haben wir auch. Reicht vollkommen aus. Also wenn ihr auch da am Überlegen seid, kauft euch das Standard Model 3. Jetzt wollen wir das Video nicht zu lange in die Länge ziehen. Also bis dann, Leute. Fahrt elektrisch. Ciao, ciao.